Ich grüße Sie recht herzlich, werte Zuschauer. Und weil das ja so gut geklappt hat, behaupte ich mal beim letzten Mal, dass ich mich mit der Videokamera gefilmt habe und nicht nur eine Audioaufnahme wie üblich ins Internet gestellt habe, habe ich mich entschlossen, das noch einmal zu wiederholen. Ja, das bietet halt für Sie den Vorteil, dass Sie wieder nicht nur Zuhörer, sondern auch gleich Zuschauer sind, dass Sie mich nicht nur hören, sondern auch sehen können, obwohl ich das jetzt ganz Ihrem Urteilsvermögen und Empfinden überlassen möchte, ob das jetzt für Sie ein Vorteil ist, wenn Sie mich auch sehen können. Ja, die Themenfindung ist so eine Sache immer. Da gibt es eine Menge Themen, die sich anböten, aber schon so alt wirken. So. Dabei sind sie noch längst nicht abgehakt. Man nehme nur das Thema TTIP oder man nehme nur das Thema NSA und Edward Snowden. Diese Themen sind noch lange nicht vorbei, aber sie haben kaum eine Zuschauerresonanz. Fände ich schade. Das wäre eigentlich ein notwendiges Signal, hier auch mal ein Video zu machen. Ich habe mich allerdings jetzt doch für ein Thema, das jetzt gerade in Nachrichten ist, entschlossen. Aber ich, für die, die es interessiert, ich verspreche dazu auch noch ein Video zu machen. Darauf gebe ich Ihnen allen meinen Barschel recht herzlich dafür, dass ich das noch machen werde. Und ich kann es mir leisten, weil ich eine Dusche und keine Badewanne habe. So, jetzt, aktuell in den Nachrichten sind zum Beispiel das Thema Asylbewerber, beziehungsweise jetzt die Übergriffe und nicht zuletzt dieser Brandanschlag auf das Asylbewerberheim. Dann ist mir eingefallen, als ich das machen wollte, wie oft ich eigentlich zum Thema Ausländer jetzt in den letzten Monaten schon was gesagt habe. Das war November, Dezember, Januar und das war zuletzt im März. Dank der grandiosen und kuriosen Ausländermaut von Alex Doofbrindt, der zu meinem Bedauern auch noch aus dem Wahlkreis stammt, in dem auch ich wohne. Aber ich kann Ihnen nochmal mein Ehrenwort aufgeben. Ich war es nicht. Ich bin unschuldig. Ich habe den Typen nie und nimmer gewählt. Darauf können Sie Gift nehmen. Ja, die Frage ist, wer es nehmen muss. Also, nein, also das Thema Migration hatte ich schon und gut, die Bild-Zeitung, da können Sie genug über dieses Thema lesen. Die Bild-Redakteure verdienen ja 13 Monatsgehälter mit Fremdenfeindlichkeit. Das muss man auch mal schaffen. Obwohl ich der Bild-Zeitung eines zugestehen möchte, was sie ganz großartig gemacht haben. Da gab es jetzt vor ein paar Monaten einen großen Artikel, eine Schlagzeile auf der ersten Seite, dass sich ihr eigener Chefredakteur Kai Diekmann rasiert hat. Der Chefredakteur der Bild hat sich rasiert. Der hat sich ja so einen hübschen Taliban-Bart wachsen lassen. Und wenn der sich dann den abrasiert, muss das in die Zeitung. Unbedingt. Gut, man muss der Fairness aber dazu sagen, er hat sich nicht nur rasiert, sondern er hat ja auch dann die Barthaare, das stand ja auch drin, zu einem wohltätigen Zweck eingesetzt, indem er sie versteigert hat. Wie kommt man nur auf sowas? Barthaare versteigern zu einem wohltätigen Zweck, das ist ja eine gute Geschäftsidee vielleicht. Muss ich nochmal drüber nachdenken. Aber anderes Thema, anderes Thema. Ich habe mich dann doch stattdessen dafür entschieden, mal kurz was zur Impfpflicht, die ja vom Gesundheitsminister Placebo Gröhe vorgeschlagen bzw. angeregt wurde, zu sagen. Unser Gesundheitsminister Placebo, Hermann Gröhl, Moment, hier haben wir ein Bild. Entschuldigung. Das ist unser Gesundheitsminister-Imitat Hermann Gröhe. Das vorher war der Masernvirus. Ich weiß nicht, warum ich die immer miteinander verwechsel. Ehrlich. Also, ja, Hermann Gröhe hatte die Idee einer Impfpflicht, weil sich ja so viele verweigern, sich gegen Masern impfen zu lassen.
Und da muss ich sagen, Hermann Gröhe hatte schon wahrlich schlechtere Ideen. Da muss ich auch mal was zu sagen. Auch wenn ich jetzt kein Fan von sowas wie einer Impfpflicht bin. Aber ganz ehrlich, ich habe auch kein Verständnis dafür, dass sich diese Leute der Impfung verweigern, beziehungsweise ihre Kinder der Impfung verweigern. Sie entscheiden für andere, ob sie krank werden oder nicht. Sagen Sie mal, geht's noch? Und was soll das mit dieses Tour von wegen Abhärtung? Abhärtung gegen eine Krankheit, die sogar bei Erwachsenen tödlich enden kann. Was soll das? Es steckt, wenn ich ein Kind zu einer Masernparty, es gibt ja noch zum Glück keine Ü18-Partys für Scharlach oder so, oder Hirnhautentzündung. Nein, nein, aber wenn ich mein Kind für extra anstecken lasse, damit es, wie immer heißt, abgehärtet ist, sagen Sie mal, geht's eigentlich noch dümmer? Geht's eigentlich noch blöder? Wie viele intellektuelle Nachtschattengewächse treiben sich draußen rum? Das kann doch jetzt nicht echt nicht wahr sein. Man nimmt mit so einer Masernparty nicht nur in Kauf, dass sich das eigene Kind ansteckt und damit Leid verursacht wird, im Gegensatz zur Impfung, die eigentlich so gut wie schmerzfrei ist, und dann ist man ebenso geschützt vor der Krankheit, ohne dass man die Krankheit je gehabt hat. Das ist doch eigentlich die viel bessere Lösung, könnte man meinen. Aber man muss ja das Kind abhärten. Dann steckt man noch am besten alle anderen Kinder an, mit denen es in Kontakt kommt, und auch noch alle Erwachsenen, für die das sogar gefährlicher werden kann. Das ist natürlich eine grandiose logische Leistung, das muss man diesen Eltern mal lassen. Besser infizieren als impfen, und wenn es sein muss, infizieren wir das ganze Umfeld. Das Und was das Thema mit der Abhärtung betrifft, ehrlich, abhärten kann man sich gegen vieles, aber Krankheiten müssen behandelt werden. Ganz einfach. Und was das Thema überhaupt betrifft, dass man irgendwie abgehärtet werden kann, Krankheiten, es ist insofern was dran, weil Krankheiten sind ein fester Bestandteil des evolutionären Prozesses. Das ist astreine Evolutionsbiologie. Krankheiten fördern den natürlichen Ausleseprozess, die Kranken verrecken und nur die Gesunden kriegen Nachkommen. Insofern kann man eine ganze Spezies gegen gewisse Krankheiten abhärten. Da ist was dran, nicht? Ja. Bloß das ist es ja wohl nicht, das, was man damit beabsichtigt. Ja, und was die Vorbehalte gegenüber der Pharmaindustrie betrifft, die sind ja nicht ohne, das sage ich überhaupt nicht. Es ist ja nicht neu, dass im Fernsehen ganz gerne in Ärzteserien und anderen Serien ganz gern Pharmaschleichwerbung gemacht wird. Und da stöhnen so manche Ärzte gerne mal auf, wenn dann ihre Patienten von ihnen irgendwas wollen, was sie mal im Fernsehen gesehen haben, was ihnen dann angepriesen wurde. Und nicht zuletzt steckte der ehemalige Gesundheitsminister Philipp Rösler ja tief im Hintern der Pharmalobby, der Pharmaindustrie. Und das als Zäpfchen. Aber gut, es ist. Diese Pharmaindustrie mag ihre Schwächen und ihre Fehler haben, aber das rechtfertigt nicht, sich nicht impfen zu lassen, wenn man es denn nötig hat. Natürlich gibt es eine Überdosis von Impfmitteln, die man auch haben kann. Ich würde sagen, zwei oder drei Spritzen sind doch nicht so viel. Man muss sich ja nicht gegen alles impfen lassen, was es da tagtäglich oder jährlich auf dem Markt der Krankheiten gibt. Es ist ja so, ich warte sowieso seit Jahren auf die neue Tiergrippe, die eigentlich kommen müsste, planmäßig. Letztes Jahr ist sie schon ausgeblieben. Wir hatten doch jahrelang immer irgendwas mit Tieren. Wir hatten Maul- und Klauenseuche, wir hatten die Vogelgrippe, dann hatten wir die Schweinegrippe. Letztes Jahr blieb da irgendwas aus, und auch dieses Jahr scheint es nicht zu kommen. Das Jahr mag noch lang sein, aber diese Grippensaisons von Tiergrippen, die gibt es ja immer zu bestimmten Terminen, die
die Krankheitserreger halten sich immerhin einen festen Terminplan bei diesen Krankheiten wie Schweinegrippe und Vogelgrippe. Das muss man ihnen lassen. Und die Masernepidemie hat jetzt auch schon ihren tausendsten Kunden. Also kann man auch nicht meckern. Einer ist gestorben. Also höchste Zeit, dass sich diejenigen, die es nötig haben, impfen lassen. Auch zum Schutz anderer, wohlbemerkt. Und der andere Vorbehalt ist ja dann immer von Seiten der sogenannten Alternativmedizin-Anhänger. Es gibt ja mittlerweile zu so gut wie allen Wissenschaften irgendeine kuriose Alternativwissenschaft. Es gab früher mal die Evolutionsbiologie, jetzt gibt es daneben noch das Intelligent Design Modell, das nichts anderes ist als eine wortwörtliche Bibelauslegung, getarnt als Wissenschaft, genannt auch Kreationismus, die auch ihre Gesellschaft hat, die ihre komischen evolutionskritischen Lehrbücher, eigentlich biblische Biologie-Lehrbücher, auf den Markt bringen wollen. Dann gibt es gegenüber der Physik und der Chemie gibt es ja den Breitmarkt der Esoterik, der steht ja gleich immer praktisch in jeder Buchhandlung neben den Religionsbüchern, in denen dann irgendwelche komischen magischen Kräfte und Quellen und übersinnliche Sachen da einem verkauft werden. Irgendwelche Gegenstände, die diese Kräfte haben, die kein Messgerät nachmessen kann. Und damit gibt es auch keinen Grund, warum man so etwas verkaufen kann, wenn man nicht beweisen kann, dass da was ist. Aber gut, und gegenüber der Medizin gibt es halt jetzt die Alternativmedizin. Da gibt es dann so kuriose Behandlungsmethoden wie mit Quantenmechanik Krebs heilen. Bitte was? Also, nichts gegen die Quantenmechanik. Quantenmechanik ist ein super interessantes Themengebiet. Finde ich wunderschön. Aber Krankheiten heilt man mit medizinischem Wissen, mit biologischem Wissen, mit anatomischem Wissen, mit Quantenmechanik kommen sie da nicht weiter, es sei denn, es geht um gewisse Gerätschaften wie Röntgenapparate oder Kernspintomographie. Aber ansonsten nicht. Dann können sie es genauso gut versuchen, den Krebs gut zuzureden. Das hat denselben Effekt. Oder aber noch schöner, dann gibt es so einen Bund von unvermeidlichen Ärzten, die möchten Homosexuelle durch Globuli heilen. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von Homosexualität. Nein, nein, das Motto dieser Alternativmediziner könnte lauten: Zu Risiken und Nebenwirkungen verabreichen Sie sich die Packungsbeilage oder lünchen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Ja, nein. Mit diesen Leuten ist auch nicht logisch zu argumentieren. Und nochmal, wenn die Wissenschaften, wie die Medizin in diesem Fall, als verbohrt und sonst wie uneinsichtig erscheinen mag, es gibt und gab immer schon Irrtümer in der Wissenschaft und somit auch in der Medizin. Aber keine dieser Fehler und Irrtümer rechtfertigt irgendwelche bloßen Behauptungen, die niemand prüfen kann, aufgrund derer dann alternative Heilverfahren gegenüber unheilbaren oder zumindest gefährlichen Krankheiten entworfen werden. Besser ist eine fehleranfällige, aber in den Grundzügen beweisbare Wissenschaft. Das ist viel besser als jede Verschwörungstheorien. Es gibt auch sehr fähige Leute, sehr fähige Experten aus Bielefeld, falls es Bielefeld überhaupt gibt. Also gut, Verschwörungstheorien hin oder her. Ja, damit möchte ich ja eigentlich schon abschließen. Ich kann nur noch mal sagen, Impfen in manchen Fällen ist wirklich, ich rede Angela Merkel hier mal das Wort, alternativlos. Das hier ist übrigens ein Gemälde von Angela Merkel, die aussitzenden Hände. Ja, ich möchte mich insofern verabschieden und sage Tschüss bis zum nächsten Mal und ich gehe mich jetzt rasieren.